Natürlich hat es mich gefreut zu sehen, dass die Schweiz Effizienz-Europameister geworden ist. Ich denke, wir würden uns wünschen, dass wir vielleicht mal Fußball-Europameister werden. Fußball-Europameister ist die Schwierigkeit, man kann das nicht, oder wenigen Nationen ist gelungen, das zweimal nacheinander zu machen. Die Schweiz steht nun vor der Herausforderung, zweimal Europameister zu werden in Effizienz. Und einer, der sich direkt darum kümmert oder der direkt mit seiner Arbeit einen Beitrag dazu leistet, ist Simone Marchesi. Simone Marchesi ist Maschinenbauingenieur. Er hat an der Fachhochschule Westschweiz abgeschlossen, hat dann über 10 Jahre in der Industrie als Projektleiter und Ingenieur gearbeitet in verschiedenen Bereichen und ist seit 2 Jahren nun am Bundesamt für Energie verantwortlich für die Energieeffizienzprogramme. Er heißt, das will natürlich den Stromverbrauch in der Industrie reduzieren. Das ist eines seiner Hauptthemen und dort besonders in Bezug die elektrischen Antriebssysteme. Wir werden nun zuerst ein Video sehen von Herrn Marchesi, das er eingespielt hat mit seiner Präsentation. Anschließend wird Herr Marchesi direkt hinzugeschaltet werden und die Fragen beantworten. Sie können wie immer die Fragen direkt im Chat stellen. Wir sammeln sie hier und werden sie dann anschließend mit Herrn Marchesi besprechen. Nun überlasse ich Sie gerne dem Vortrag von Herrn Marchesi. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf die heutige Motor Summit 2021 Switzerland. Mein Name ist Simone Marchesi, ich bin Fachspezialist für Energieeffizienz bei Bundesamt für Energie. Und heute werde ich über diese verschiedenen Punkte sprechen. Die Ziele der Schweiz, das erste Maßnahmenpaket, die Energieeffizienzpotenziale und einige Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020, den Wert von den Antriebssystemen und Förderung der Energieeffizienz oder besser gesagt, wie der Bundesamt für Energie unterstützt der Energieeffizienz. Es ist so, am 13. Juni hat das Schweizer Bevölkerung das neue CO2-Gesetz abgelehnt. Und trotz die negativen Ergebnisse bedeutet es nicht, dass die Schweizer Bevölkerung die Energiepolitik abgelehnt hat. Weil die Ziele der Schweiz oder die sind dieselbe, die im Jahre 2017 zugestimmt wurden. Diese Ziele sind Ziel 1 oder die Halbierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 bis 2030. Das bedeutet in ein bisschen mehr als 9 Jahren. Und Ziel 2 ist der Netto Null bis 2050. Um die Ziele zu erreichen, bleibt das erste Maßnahmenpaket gültig und immer noch wichtiger. Und ein der wichtigen Punkte dieses Maßnahmenpakets ist der Steigerung der Energieeffizienz. Jetzt ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist die Energieeffizienz von Elektroanlagen. Und warum spielt die Energieeffizienz vor allem für Elektroanlagen eine so wichtige Rolle? Es ist so, wir werden immer mehr Wärmepumpe benutzen und immer weniger Öl- oder Gasheizung haben. Wir werden immer mehr auch Elektroauto in Verkehr bringen und immer mehr benutzen. Oder? Das bedeutet Benutzung einfach von Elektrizität. Und wir werden immer mehr Wärmetage haben. Oder? Das bedeutet immer mehr Klimaanlagen und Lüftungsanlagen haben. Das sind nur 3 Beispiele von den verschiedenen Methoden, verschiedene Punkte, wo wir immer mehr Elektrizität benutzen. Und trotz dieser Elektrifizierung des Marktes müssen wir einen Ansteigen des Verbrauchs vermeiden.
Warum? Weil sonst wird es schwieriger, die Ziele zu erreichen, weil die Produktion von die Elektrizität wird schwieriger von erneuerbare Quelle produziert sein. Das Bundesamt für Energie hat verschiedene Studien unterstützt und die Studie, die wir als wichtige und einfach wahrscheinliche erhalten, ist dieses Szenario Zero Basis. Ihr könnt alle die Dokumentation von diesem Szenario Zero Basis auf die Seite von dem Bundesamt für Energie herunterladen. Wir haben jetzt die Daten von diesem Zero-Basis-Szenario ein bisschen erarbeitet, um zu schauen, in welchem Bereich gibt es noch die Möglichkeit, um die Energieeffizienz zu steigern. Und wir sehen hier, dass eine wichtige Rolle spielt einfach den Antriebssystemen und Prozesse Welt, wo ungefähr 3,5 Terawattstunden pro Jahr einfach Energieverbrauch reduzieren könnten. Wenn wir schauen, einen Rückblick von den Jahren 2019 und 2020, wir sehen, dass wir sind auf die richtige Richtung, weil in Industrie und Dienstleistungen wir haben eine Reduktion von 3% und 5% von die Stromverbrauch gehabt. Jetzt kann man auch denken, dass in 2020 es ist einfach gewesen, weil wir haben fast zwei Lockdown gehabt. Aber wenn wir schauen, in 2018 und 2017, wir haben auch 3% und 0,3% einfach weniger Strom verbraucht in Industrie und Dienstleistungen. Das bedeutet, wir bewegen schon in die richtige Richtung, aber wir müssen und wir könnten mehr machen. Gemäß dem Top Motors Markt Report 2020 in der Schweiz wurden fast 28 Terawattstunden Elektrizitätsverbrauch von Motoren und Antriebssystemen, die zuständig sind für 49% des Energieverbrauchs in der Schweiz. Die sind so geteilt in diese verschiedenen Sektoren, oder? Aber vor allem in diese verschiedenen Anwendungen: Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Druckluftkompressoren, rotierende Maschinen und Transportanlagen und Förderanlagen. Also wir haben früher geschaut, oder? Wir sehen hier die Möglichkeit, um Energie zu sparen, ist ungefähr 3,5 Terawattstunden. Das bedeutet, wenn wir wieder hier kommen, es ist fast ein Viertel von diesen, oder? Das bedeutet ziemlich viel Möglichkeiten, um Energie zu sparen, und wir müssen ziemlich viel machen. Wie können wir mehr Elektrizität sparen in Antriebssystemen? Also die Mindestanforderungen helfen sicher uns, oder? Weil wir können einfach auch Leistung Komponenten haben. Auch effizienten Motoren und klar, oder auch Frequenzumrichter und eine Optimierung der Regelung zu haben. Mit diesen Sachen können wir sicher Energie sparen, oder? Und für das haben wir die Mindestanforderungen und die Standards. Was die Standards oder die Mindestanforderungen momentan noch nicht berücksichtigen, sind die Prozessoptimierung und die Downsizing oder die Redimensionierung. Warum sind diese zwei Punkte so wichtig? Sind wichtig, weil wir wissen, dass in den Jahren 18 viele Betriebe oder viele Anlagen waren überdimensioniert, und diese Anlagen sind immer noch in Betrieb und die funktionieren immer noch und die verbrauchen mehr
mehr Energie als fast benötigt ist. Wie können wir diese zwei Punkte fördern, oder wie können wir sicherstellen, dass diese zwei Punkte berücksichtigt wurden? Dank die Förderung der Energieeffizienz, oder? Das ist ein Überblick über die verschiedenen Förderprogramme von Energieschweiz. Und heute werde ich kurz über PAEC und Proanalysis sprechen, weil finde ich die wichtige im Rahmen von für die Industrie und also für die KMU und für große Verbraucher. Klar gibt es immer die Möglichkeiten nachher, oder die sind Beratungsprogramme. Und hier gibt es wirklich, also dieses pro Kilowatt Programm und Projekte, das ist für die Umsetzung des Maßnahmen. Mit pro Kilowatt unterstützen wir einfach den Hardware. Das bedeutet den Ersatz von diesen Systemen. Kurz über PAEC. Also PAEC ist eine eben professionelle Energieberatung für KMU. Es gibt ungefähr 150 akkreditierte Berater in der Schweiz. Über 11 Maßnahmentypen sind behandelt. Von erneuerbarer Energie, Solaranlage zum Beispiel, Antriebssystemen, auch die Seite von Warmwasservorbereitung und so weiter. Das ist eine standardisierte Management- und Berichtssoftware. Das hilft einfach, um günstiger Beratung zu anbieten. Das erste Gespräch ist kostenlos. Das BFE beteiligt sich nachher mit 50% an die Kosten der Analyse bis 1500 Franken. Und eine durchschnittliche, eine PAEC-Analyse kostet zwischen 3000 und 4000 Franken. Und neu, seit dieses Jahr, den BFE unterstützt auch bis 10 Tage Beratung für die Umsetzung des Maßnahmen. Eben wie gesagt, das ist wirklich eine perfekte Tool für die KMU. Und vor allem für die KMU, die bis jetzt fast nicht gemacht haben, weil ein Berater kann ziemlich schnell alle die Maßnahmen die Maßnahmen oder die verschiedenen Punkte durchschauen und gezielte kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen entdecken. Proanalysis ist etwas anderes. Proanalysis ist eine Feinanalyse. Das ist unser Programm, um diese Feinanalyse zu unterstützen. Was ist eine Feinanalyse? Feinanalyse ist etwas, wo fast gezielte Messungen gemacht wurden, um zu verstehen, die richtige heutige Stand einer Anlage. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Das bedeutet, dass eine Potenzialanalyse muss schon durchgeführt wurde. Das lenkt eine PAEC-Beratung, eine Maßnahmenliste von den Zielvereinbarungen oder auch eine interne Analyse mit Hilfe eines Tools, zum Beispiel dem Velani-Tool. Wie gesagt, der aktuelle Zustand wird durch gezielte Messungen definiert. Diese Analyse wurde mit 40% unterstützt von dem BFE bis 15.000 Franken. Wie gesagt, warum Messungen? Messungen sind wichtig, wirklich um zu verstehen den Zustand von einer Anlage. Wir sind der Meinung, oder unsere Motto ist Messen statt Abschätzen. Um wirklich zu verstehen, wie die Anlage funktioniert und wo kann man noch die Energie einsparen und eben diese Redimensionierung. Aber es ist so, dass gibt es nicht viele Beratungsfirmen, die finanzielle Mittel haben, um Messgeräte zu schaffen, oder? Einige von diesen Messgeräten sind ziemlich teuer.
Und auf diesem Grund, dass das WFW eine Reihe von Messgeräten gekauft und WFW stellt diese Messgeräte zur Verfügung kostenlos zu die Berater. Die Berater müssen aber eine Workshop absolvieren. Das ist, sagen wir, fast eine Pro-Analysis-Akkreditierung, oder? Dieser Workshop wurde dieses Jahr in 2020 und 2021 mit der Fachhochschule Yverdon und der Fachhochschule Luzern durchgeführt. Wir haben eben in diesem Workshop wir haben diese Messgeräte vorgestellt und die Berater haben die Möglichkeit gehabt, diese Messgeräte zu benutzen. Und wir haben nachher diese Ausgleichssystem vorgestellt. Mehr über dieses Thema könnt ihr in dem Webinar von Top Motors Nummer 6 nachschauen. Das ist es gibt auf Deutsch und auf Französisch. Und alle diese Messgeräte wurden vorgestellt und auch die Ausgleichssysteme wurden nachher vorgestellt. Das ist ein spannendes Thema. Und ab nächstes Jahr, bis Ende sicher 2024, sollen ein Dutzend Workshops in Französisch und deutscher Sprache organisiert werden. Das ist eine tolle Sache. Wir wollen einfach immer mehr Berater haben, dass in der Lage sind, Messkampagnen zu durchführen und wirklich zu verstehen, wie die Anlagen heute funktionieren und wie können wir bessere, effizientere Maßnahmen einsetzen. Ich bin durch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich entschuldige mich für mein Deutsch. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Deutsche, aber ich hoffe, dass alle die Themen wurden einfach so, also die euch einfach verstehen haben. Wenn jemand von euch noch persönliche Fragen hätte, könnt auf diese Telefonnummer oder diese E-Mail mir erreichen. Sonst, wenn noch Fragen über die verschiedenen Förderprogramme gibt, gibt es auch diese E-Mail, die ist zwischen verschiedenen Sektionen intern im BFW geteilt. Danke nochmal und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ausgezeichnet. Herzlichen Dank, Herr Marquez. Sie sind jetzt live auf Schaltung. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Und wir haben jetzt auch genügend Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Sie hören mich, das ist okay? Sie hören mich? Ja, jetzt höre ich Sie auch. Das ist sehr gut. Okay. Perfekt. Also Technik funktioniert. Wir haben ja das ganze Spektrum der Technik, das wir da ausüben, mit Video einspielen oder remote zuschalten und so. Ja. Und auch live heute später noch hier direkt aus dem Studio. Ja. Herr Marquez, ich fand es sehr interessant. Es ist auch klar, wir haben relativ viele verschiedene Instrumente, Pike, Zielvereinbarung, Pinch, Pro-Analysis, Messgeräte ausleihen, fand ich auch sehr interessant. Wie sind diese verschiedenen Angebote eigentlich bei den Unternehmungen angekommen? Also haben Sie eine quantitative Größen? Können Sie sagen, im Vergleich zu letzten Jahr haben Sie ein größeres Interesse dieses Jahr festgestellt oder so? Und in welchem Ausmaß haben diese Firmen schon profitieren können? Also von der Ausleihe von Messgeräten, wir wissen, dass das ganze System jetzt am Laufen ist. Wir haben schon einige Unternehmen, einige Messgeräte ausgeleitet und werden in den nächsten Monaten Detailanalyse und Feinanalyse durchführen. Das ist etwas, das gut funktioniert. Jetzt für die anderen Programme, Beratungsprogramme, jedes Programm hat seine eigenen, wie sagt man, Indikatoren, oder? Um zu verstehen, wie das ganze Programm läuft. Und wir führen auch immer Evaluation für die verschiedenen Programme. Und
Ich würde sagen, dass es funktioniert ziemlich gut für alle die Programme. Klar, einige Programme müssen wir noch ein bisschen verbessern. Wir müssen bessere Marketing machen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen diese Angebote verstehen und klar sind. Weil es ist so, dass bis jetzt die verschiedenen Angebote von Energie Schweiz, dieses Beratungsprogramm und so weiter, waren ein bisschen unübersichtlich wahrscheinlich. Und wir haben in den letzten 2 Jahren versucht, um eine bessere Bildung zu machen oder klare Zielgruppe zu definieren und nur einige Programme, Beratungsprogramme zu bewerben. Mhm. Und ja, es bringt also. Man braucht ein bisschen Zeit, oder? Wir sind jetzt auch daran, eine bessere Marketing zu bauen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen in Zukunft einen besseren Zugangskanal von diesem Beratungsprogramm oder all diese Fördermöglichkeiten gut verstehen und sichtbar sind. Der Zugang ist ja das eine, das andere ist dann, schlussendlich muss ich unter Umständen mit einem Energieberater bei mir diese Untersuchung durchführen lassen. Und da ist auch ein bisschen die Frage, wo finde ich die? Insbesondere, wo finde ich Energieberatungsunternehmen, die von Ihnen eben zertifiziert sind? Gibt es eine öffentliche Liste solcher Unternehmen, die man irgendwo anschauen kann und sich dann einen in der Nähe aussuchen kann? Also ist klar, also eine Unternehmen, die eine Zielvereinbarung hat, hat gerade einen, wie sagt man, fast eine Vertrag mit Berater von ENAF oder ACHT, oder? Das bedeutet, für das gibt es sicher eine Liste. Für Bike gibt es auch eine Liste von Beratern, abhängig von der Region. Für Pro-Analysis im Moment gibt es noch keine Liste von Beratern. Wir werden sehr wahrscheinlich in Zukunft mehr mit den Verbänden arbeiten. Und das Ziel ist, dass fast jedes Verband eine eigene Pool von Beratern hat. Zum Beispiel SwissMEM, das tätig ist in der MEM-Industrie, Werkzeugmaschinen oder Pumpenanlagen hat, auch, die haben verschiedene Berater, die Mitglieder von den Verband sind und die werden akkreditiert sein, zum Beispiel für solche Pro-Analysis-Analyse. Mit der Druckereiindustrie, wir haben auch einige Berater, die tätig sind und so weiter. Und wir werden versuchen, mit den Verbänden fast akkreditierte Berater zu haben, die Branche schon gut kennen und immer mehr einfach Analyse durchführen können. Ja, sehr interessant. Eine Frage muss ich noch stellen zum Rückblick 2019-2020, da auf Ihrer Folie Seite 7, oder? Ja. Und also obwohl wir wahrscheinlich alle jetzt genug haben von Covid-Diskussionen und so, ist halt so, dass 2019 war ein normales Industriejahr und 2020 war ein Industriejahr, das wir dann doch mit Lockdown durchgeführt haben, mit Kurzarbeit in vielen Gebieten. Glauben Sie, dass diese Reduktion, die Sie da aufgezeigt haben, in der Industrie, -3,4%, sind das jetzt Auswirkungen von Effizienzmaßnahmen oder haben wir hier noch einen Covid-Effekt, den man eigentlich rauskorrigieren müsste? Also ich weiß, das können Sie nicht quantifizieren. Es ist nur die Frage, was haben Sie für ein Gefühl? Genau, ja, ich kann leider nicht quantifizieren oder ich selber habe keine Zahlen. Ich glaube, das ist sicher eine Mischung zwischen diese beiden Sachen. Oder? Energieeffizienzmaßnahmen machen viel, oder? Aber es ist klar, oder? Wir haben fast 2 Monate gehabt, wo die Industrie nicht in Vollbetrieb gearbeitet haben. Und das ist auch viel, oder? Wir haben weniger Verkehr gehabt, weniger Zugverkehr zum Beispiel. Wir haben wirklich einige große Anlagen, die nicht 100% arbeitet haben, sondern reduziert. Und das macht ziemlich viel. Wir wissen, dass meistens die Energieverbrauch oder auch Stromverbrauch kommt von den Industrie- und Dienstleistungen. Und es kann schon sein, dass diese 2 Lockdown
eine wichtige Rolle gespielt haben. Und wir werden es ja dann spätestens sehen, wenn wir nächstes Jahr die Zahlen wieder zusammen anschauen vielleicht. Genau. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich auch, genau. Nun, ich meine, positiv kann man aus dem Vortrag von Herrn Eichhammer ja entnehmen, dass die Schweiz im Durchschnitt etwa mit -2% gesunken ist. Also könnte man sagen, vielleicht die Hälfte der Ersparnisse, die man hier sieht, im letzten Jahr waren vielleicht wirklich Effizienzmaßnahmen, die anderen Covid-Maßnahmen. Genau, das ist der richtige Punkt. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir werden uns noch mal sehen in Kürze. Mais la prochaine fois, c'est en français, comme j'ai compris, parce que la prochaine présentation que vous allez faire dans la langue française, pour notre blog français, c'est super. Je me réjouis déjà. Et puis jusque-là, merci beaucoup. Et puis à revoir bientôt. Merci. À tout à l'heure.